Hey Leute, willkommen zu meinem Ancient Apparition Guide von Dota 2. Dies ist mein erster Guide, also erwartet hier nicht allzu viel und schreibt bitte in die Comments, ob er euch geholfen hat oder aber Verbesserungsvorschläge. Zuerst zu Ancient Skills. Sein erster Skill, Cold Feet, funktioniert folgendermaßen. Ihr setzt den Skill auf eine gegnerische Einheit. Dieser muss innerhalb von 4 Sekunden eine Reichweite von 740 überwinden oder er wird aber gestunt. Außerdem macht der Spell über Zeit Schaden. Also zusammengefasst, Cold Feet macht Schaden und kann den Gegner stunnen, wenn ihr ihn daran hindert, sich zu bewegen. Der zweite Spell, Ice Vortex, slowt gegnerische Einheiten. Zusätzlich zu dem Slow wird in dem Gebiet auch die Magieresistenz verringert. Der Slow beträgt 30% im höchsten Level und die Magieresistenzverringerung 25%. Ice Vortex kann auch zum Aufdecken von ungesehenen Gebieten benutzt werden, vor allem da die Reichweite relativ hoch ist. Der Aufdeckungsradius ist zwar nicht sonderlich groß, trotzdem wollte ich das hier erwähnt haben. Die Skillreichweite allerdings ist relativ groß. Setzt diesen Spell immer in den Teamkämpfen ein. 25% Magieresistenz weniger können einen enormen Unterschied machen. Chilling Touch, der dritte Skill, verstärkt euren Auto-Attack oder der eines Teamkollegen. Insgesamt macht das im ersten Level plus 40, im zweiten plus 50, dritten plus 60 und vierten plus 70 Magieschaden pro Auto-Attack. Eure Angriffsgeschwindigkeit wird allerdings um 15% verringert. Der Radius des Skills ist relativ groß, ihr könnt beispielsweise euer ganzes Team damit verstärken. Ich persönlich finde den Spell allerdings ziemlich unnütz und werde später nochmal darauf zurückkommen. Ice Blast ist Ancients Ultimate. Der Skill geht über die ganze Map, ist daher also global. Er funktioniert folgendermaßen. Zuerst wählt man eine Richtung aus, in der der Spell fliegen soll. Sobald die Kugel, eine Art Lasermarkierer, an der richtigen Stelle ist, drückt man das Ultimate erneut und die Kugel fliegt an den gewünschten Ort. Hier seht ihr ein gutes Beispiel, wofür man den Ulti beispielsweise brauchen kann. Dieser Held will zurück in die Base und sich heilen. Das Ultimate geht ja schließlich across the map, warum das also nicht ausnutzen? Wir schießen also die Kugel in Richtung des Gegners. Mit ein bisschen Übung hat man das Timing bald raus, am richtigen Ort zu stoppen. Der Schaden, der das Ultimate verursacht, ist relativ hoch. Außerdem ist der Cooldown nur 45 Sekunden. Ihr könnt solche Aktionen also durchaus mal probieren. Eine andere Funktion des Ultis ist die Reichweite. Je weiter die Reichweite der Kugel ist, desto größer auch die Explosion. Hier beispielsweise schießt ihr aus nächster Nähe und könnt somit nicht alle Gegner treffen. Sind wir jedoch weiter von unseren Zielen entfernt, wird auch der Radius größer. Hier seht ihr ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Wir stehen diesmal weiter weg als vorhin und deshalb wird der Radius größer. Das ermöglicht es uns, alle drei Ziele zu treffen. Als großer Distanz ist natürlich schwieriger abzuschätzen, wohin man mit dem Ulti zielen muss. Mit ein wenig Übung kann man allerdings viele der Schüsse dann richtig platzieren. Hier zeige ich euch noch einen weiteren Effekt des Ultimates, nämlich den Debuff. Habt ihr einen Gegner getroffen, macht das erstens mal pro Sekunde einen gewissen Schaden und zweitens, wenn der Gegner unter 10% seiner HP sinkt, stirbt er instant. Hier ist das ziemlich gut zu zeigen, denn der Gegner steht im Spawn, um sich zu healen. Der Debuff macht ihm jetzt Schaden und verringert zugleich, dass er sich healen kann. Dadurch kann man auch Gegner, die bereits im Spawn sind, mit wenig HP töten. Ice Blast zieht übrigens auch einen Schweif, der den Debuff verteilt. Hier beispielsweise schießen wir auf Tiny, der hinten steht. Der Schweif trifft dabei den anderen Helden. Da der wenig Energie hat, stirbt er dann durch den Debuff. Hier seht ihr nochmal die Funktion des Ulti im Groben. Man kann es über die ganze Map schießen, wenn man das will. Je weiter die Kugel fliegt, desto größer der Radius der Explosion. Es verteilt einen Debuff, der Schaden pro Sekunde macht. Es verhindert die Regeneration von HP und außerdem, wenn der Gegner unter 10% mit seiner Energie sinkt, stirbt er instant. Ein extrem starkes Ultimate, welches je nachdem einen ganzen Teamkampf rumreißen kann. Kommen wir jetzt zum Skill und Item Build von Ancient Apparition, wie ich ihn immer spiele.
Diese Meinung kann verschieden sein, ihr könnt das natürlich selbst anpassen, allerdings finde ich persönlich diese Kombination bisher am besten. Kommen wir zuerst zum Skillbild. Maximiert zuerst Ice Vortex und Cold Feet. Cold Feet hat noch eher Priorität, weil dies bei den Erst-First-Platz helfen kann. Chilling Touch level ich gar nicht, ich level den erst in den letzten 4 Level, die es überhaupt nur möglich ist, da ich den Spell wirklich unnütz finde. Natürlich könnt ihr ausprobieren, ob es euch anders vorkommt, allerdings mir gefällt der Skill gar nicht. Das Ultimate levelt ihr immer dann, wenn ihr es könnt. Schließlich ist es wirklich einer der stärksten Ultimates, die es im Spiel gibt in meinen Augen. Nachdem ihr den ersten Spell, den zweiten Spell und das Ultimate voll habt, levelt einfach immer die Stats, wenn ihr könnt. Das verringert, dass ihr Mana-Probleme habt und außerdem macht ihr auch ein wenig mehr Auto-Attack-Damage und seid nicht sofort nach 2 Attacken tot. Mein Item-Build sieht folgendermaßen aus. Ancient ist ein Supporter, holt euch also von Anfang an entweder ein Kurier oder Wards. Oder sogar beides, wenn ihr das wollt. Wichtig sind auch 3 Iron Branches aufgrund eines Magic Sticks, den ihr später holt. Ein Tango und eine Healing Self sind ebenfalls fast ein Muss, da ihr ziemlich squishy seid. Der Mana Trank holt ihr euch nur, wenn ihr keine Wards kauft, ansonsten habt ihr keinen Platz für ihn. Mana Probleme solltet ihr allgemein nicht allzu viele haben, auch ohne den Trank. In der nächsten Phase holt ihr euch den Magic Stick. Was die Schuhe angeht, entweder Power Treads oder Arcane Boots. Je nachdem, was für euer Team gut ist. Habt ihr beispielsweise viele, die Skills benutzen und Mana brauchen, holt euch lieber die Arcane Boots, ansonsten reichen die Power Treads. Die Urn of Shadow ist von mir aus gesehen relativ wichtig, da Ancient schon relativ früh Kills machen kann und viel Aufladung für die Urn kriegt. Damit kann er schon am Anfang ziemlich stark heilen und kann somit sein Team noch mehr supporten. Items, die man so ziemlich in jeder Runde braucht, sind zum ersten Mackensen, allerdings nur, wenn niemand anders Mackensen nimmt. Dann Oil's Scepter, warum zeige ich gleich in einem kleinen Clip. Und dann noch Pipe of Insight, bei Pipe das gleiche wie Mackensen, wenn jemand anderes Pipe schon holt, dann holt euch Pipe nicht. Hier zeige ich euch, warum Oil's Scepter extrem nützlich sein kann. Macht ihr euer Cold Feed auf den Gegner und wirbelt ihn mit Oils in die Luft, ist es für ihn unmöglich noch wegzukommen, bevor der Stun eintrifft. Es wird damit zum leichten Ziel, ihn mit einem Ultimate abzuknallen oder allgemein einfach fürs Team habt ihr schon mal einen Gratis-Stun von 3,5 Sekunden. Im Late Game hole ich mir erstmal Size of Wise, um einen Hex zu haben. 3,5 Sekunden lang wird der Gegner dadurch in ein Tier verwandelt. Ist erstmal geslowed, kann nicht angreifen, keine Spells benutzen. Das kann wieder in Kombination mit Cold Feed benutzt werden. Den Force-Stuff nehme ich nur, wenn ich Escape brauche. Der ist wirklich nicht unbedingt nötig, man kann ihn mit keinem Skill kombinieren. Rod of Athos, oder wie man das Ding auch immer ausspricht, hole ich mir hauptsächlich wegen dem Intelligenz-Boost. Allerdings hat er auch einen Aktiv, der den Gegner stark slowed, was man wiederum auch mit Cold Feed kombinieren kann. Im richtigen Late Game oder einfach wenn ihr übelst zu viel Geld habt, holt euch am besten eine Refresher Orb. Euer Ulti ist extrem stark und stell euch mal vor, wenn das Ulti zweimal einschlägt. Orchid ist in meinen Augen das Item, welches Ancient am wenigsten braucht, allerdings trotzdem nützlich für ihn sein kann. Also wie gesagt, habt ihr zu viel Geld, holt es euch ruhig, ansonsten könnt ihr das sein lassen. Hier zeige ich euch, wie Ancient, wenn er seine Items besitzt, ein ganzes Team eigentlich alleine mehr oder weniger auseinanderfetzen kann. Ich benutze hier übrigens einen Refresher Orb und ich muss dazu sagen, ich habe die Kombination nicht perfekt hingekriegt, allerdings denke ich gut genug, um zu demonstrieren, wie stark Ancient wirklich sein kann. Ein Item, welches ich hier im Inventar habe, welches vorhin nicht im Itembild war, ist Eye of Skadi. Ich finde es relativ eigentlich unnütz, da es dem Team nicht sehr viel hilft und Ancient ist ja schließlich ein Supporter. Allerdings für einen Alleingang ist das dann ein starkes Item, deshalb habe ich das hier mal reingenommen. Ancient kann man in meinen Augen auf jeder Lane spielen. Auf der Suicide Lane ist einfach das Problem, dass Ancient nicht wirklich ein Escape hat, sondern nur ein Stun.
Allerdings ist es schon möglich, dass seine Reichweite relativ groß ist und man nicht nahe an die Gegner ran muss, sich also je nachdem auch nicht ganken lassen muss. In der Mitte kann Engine ebenfalls gespielt werden, da seine Skills ziemlich gut zum Ganken geeignet sind. Er besitzt einen Slow, Stun und ein starkes Ulti. Das Ulti kann man zum Beispiel, wenn man in der Mitte ist, auch einfach mal nach oben oder nach unten auf die Lane schießen, ohne dass man selbst dahin geht. Man kann quasi ein wenig ganken, ohne dass man vor Ort ist. Das geht natürlich auch, wenn man auf der Botlane ist, schießt man zum Beispiel in die Toplane rauf oder umgekehrt. Auf der Botlane selber ist Ancient eigentlich am besten geeignet, da er ziemlich squishy ist und wie gesagt keinen richtigen Escape hat. Er kann allerdings extrem gut supporten. In Kombination mit jemandem, der stunnen kann, ist der Held wirklich extrem stark. Damit kommen wir auch gleich zu den Helden, die mit Ancient zusammen gut spielen können. Und ich nenne es jetzt mal die Feinde von Ancient. Freunde von Ancient sind beispielsweise Helden wie Earthshaker, Shadow Demon, Venomancer. Einfach alles Helden, die slowen, stunnen und die ihm einfach dabei helfen können, den Cold Feed auszulösen. Feinde sind Helden wie beispielsweise Ricky, der ihn silenzen kann, ohne dass Ancient etwas davon mitbekommt. Zeus, der ihn einfach kurz wegnuken kann und im Allgemeinen einfach auch Stuns. Ancient hat also relativ viele Schwächen, achtet darauf, immer außerhalb der Teamkämpfe zu bleiben und von außen eure Skills in den Teamkampf reinzuschießen. Übrigens, wenn ihr euch eine Haste-Rune holt, dann werdet ihr zu Superman, wie man hier sieht. Jedenfalls war es das mit meinem Guide zu Ancient. Wenn er euch gefallen hat oder geholfen hat, schreibt es mir doch oder gebt ein Like. Bitte schreibt aber auch Verbesserungsvorschläge. Ich hatte vor, mehrere solche Guides zu machen, allerdings brauche ich dazu natürlich ein paar eurer Ratschläge. Und dann war's das mit dem Guide. Wenn ihr ein Gameplay sehen wollt, wo ich Ancient spiele eine Runde lang, klickt einfach hier auf das Bild drauf. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute.